Das sind wir, meine Damen und Herren, eine Masse von Menschen. Wir begegnen uns, gehen aneinander vorbei und wissen nichts voneinander. Aber wenn man sich einmal die Mühe nimmt, die Leute näher zu betrachten, entdeckt man den Einzelnen, den Menschen, mit seinen kleinen Freuden und seinen Sorgen, seiner Zuversicht und seinen Hoffnungen. Die Interessen sind verschieden. Der eine interessiert sich für die Literatur oder für andere geistige Stoffe. Der andere forscht nach tieferen Dingen. Diesem schweben höhere Ziele vor Augen. Und der da denkt, ach, das ist doch alles. Naja, und von seinem Standpunkt aus hat er recht. Kurz, ein jeder hat sein Steckenpferd. Diese Dame schwärmt für Breitfilm. Während der Herr einem schmaleren Format den Vorzug gibt. Kein Wunder, er ist ja auch Schmalfilmamateur. Der hier übrigens auch. Einer der vielen, denen es Freude macht, die schönsten Momente einzufangen. Das gilt auch für diese junge Dame. Sie heißt Ariane. Hübsch, nicht? Jetzt macht sie eine Aufnahme mit ihrer Movicon. Eine Schwenkaufnahme von den Anlagen. Wirklich sehr schöne Anlagen. Wir kommen noch auf Ariane zurück. Bleiben wir einen Augenblick bei der Movicon. Die Kamera ist sehr vielseitig. Man kann ganz bequem eine Beleuchtungseinrichtung anschrauben und so entsteht überall im Nu ein privates Filmatelier. Es gibt für die Movicon verschiedene Vorsatzobjektive, einen Weitwinkel und einen Televorsatz. Passen Sie mal auf, was man damit machen kann. Sie sehen jetzt drei Aufnahmen vom gleichen Standpunkt aus. Nummer 1 mit dem Weitwinkelvorsatz. Der Bildausschnitt ist doppelt so groß wie beim Normalobjektiv und man bekommt das ganze Zimmer aufs Bild. Nummer 2, das Normalobjektiv. Und das ist Nummer 3, eine Großaufnahme mit dem Televorsatz. Es ist wirklich kinderleicht, mit der Movicon zu filmen. Die gleiche Beleuchtungseinrichtung dient in Verbindung mit dem Titelgerät zur Herstellung von Titeln. Fatih und Mutti können auf diese Weise ihre Filmtalente ins rechte Licht setzen. Auch Reproduktionen von Bildern oder Aufnahmen von kleinen Gegenständen sind mit dem Titelgerät ohne jede Schwierigkeit möglich. Man braucht nur auf den Knopf zu drücken. Das ist alles. Und nun wieder zurück zu Ariane. Aus allen diesen Gründen steht sie mit der Movicon auf Du und Du. Auf ihrer Urlaubsreise in die Berge hat sie in München ein paar Tage Station gemacht. Und was sie hier nun sieht und was ihr gefällt, das filmt sie. Vergängliche Bauwerke aus der Hand kleiner Meister. Und die unvergänglichen Bauwerke der Großen. Entdeckt sie noch etwas. Sie müsste keine richtige Frau sein, wenn sie sich davon nicht angezogen fühlte. Ein schönes Stück. Eine nie wiederkehrende Gelegenheit im Saisonschlussverkauf, denkt sie. So kann man das Geld nicht verschleudern. Mal sehen, ob's passt. Es passte. Allerdings ist Ihre Reisekasse etwas durcheinander geraten und so wollen wir Verständnis haben, wenn sie jetzt einige Schritte tut, zu denen sie sonst nicht bereit gewesen wäre. Und sie hat Glück. Es naht sich ein Ritter vom Gaspedal. Obwohl er in unserem Film keine Hauptrolle spielt, wollen wir ihn kurz vorstellen. Das ist Toni Oberbrüller, genannt der Ali Khan von Miesbach. Der Name sagt alles. Thank you.
Highway. Nein, meine Dame, wissen Sie, also das tut mir furchtbar leid, aber ne, wissen Sie, mein Dixie ist ja kein Güterzug. Spricht's und gibt Gas. Ja, es ist doch nicht alles Ritter, was steuert. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Unsere Ausnahme heißt Peter Sager. Da er Journalist ist, schreckt er vor nichts zurück. Nicht einmal vor körperlicher Arbeit. Er weiß gleich, wie man solche Artikel anpacken muss, um sie unterzubringen. Das hat geklappt, denkt Ariane. Einfach himmlisch. Ja, und wie das so geht, je weiter Sie fahren, desto näher kommen Sie sich. Ein herrliches Fleckchen, das zu einer kurzen Rast einladet. Ach, wundervoll, ruft Ariane, da möchte ich eine Aufnahme machen. Diese Aussicht, so klar. Peter ist sich über seine Aussichten allerdings noch nicht so klar. Aber er freut sich, dass er zunächst einmal einen Anknüpfungspunkt gefunden hat. Vom Fotografieren versteht er nämlich auch eine ganze Menge. Ein Blick auf den Icofot zeigt zwar nicht die Einstellung von Ariane, aber die der Blende. Und das wäre eigentlich schon alles, wenigstens was die Movicon betrifft. Denn durch ihre Rotpunkteinstellung stimmt die Schärfe immer. Peter tritt interessiert näher, denn er sieht gern hinter die Dinge. In diesem Falle auf die junge Dame hinter der Movicon. Immerhin eine Schmalfilmkamera in Querformat. Das ist sogar für ihn etwas Neues. Und gerade ist der Film zu Ende. Nein, nicht unser, der in der Movicon. Das werden wir gleich haben, sagt Ariane, Kamera auf. Ja, bei vollem Tageslicht, es macht gar nichts. Der 16 mm breite Film ist zum ersten Mal durchgelaufen. Jetzt wird er umgelegt. Dann kann die zweite 8 mm Hälfte belichtet werden. Durch die offene Bauart der Movicon ist das sehr einfach. Alle Teile sind leicht zugänglich und übersichtlich. Geht sozusagen im Handumdrehen. Einlegeschwierigkeiten gibt es nicht, da sich die notwendigen Schleifen von selbst bilden. Jetzt muss nur noch der Vorspann durchlaufen und die Movicon ist wieder schussfertig. Filter sind leicht auswechselbar. Das lichtstarke Objektiv und die einfache Scharfeinstellung bis auf 20 cm ermöglichen praktisch Aufnahmen aller Art. Jetzt will Peter die Sache in die Hand nehmen und Ariane filmen. Wieso Sie mich? Wir uns. Kommen Sie mal mit. Ein Platz für die Kamera ist schnell gefunden. Der Auslöser wird festgestellt und die Kamera und Ariane laufen selbstständig weiter. So greift der Kameramann selbst in die Handlung ein. Peter hätte natürlich gern noch ein paar Tage Schmalfilmunterricht bei Ariane genommen. Aber leider ruft ihn der Dienst. Und auch sie muss weiter in irgend so ein kleines Gebirgsnest zu ihren Verwandten. Es ist sozusagen höchster Omnibus. Der Abschied ist kurz, aber herzlich. Wir brauchen wohl nicht zu betonen, dass Peter sie gern noch begleitet hätte. Aber er muss dringend nach Salzburg, um Material zu sammeln für den packenden Tatsachenbericht seiner Illustrierten, hat Mozart selbst komponiert. Tja, und nun wäre eigentlich unsere Geschichte aus. Wenn Ariane in der Eile des Abschieds nicht ihre Movicon vergessen hätte. Zum Glück aber hatte sie ihre Adresse eingeklebt. P.
Peter hält das für einen Wink des Schicksals. Halt mal. Wozu gibt es denn die sinnigen, vielsagenden Filmplakate? Peter hat einen Einfall. Hallo, komm mal her, kleiner Mann. Wie heißt du? Otto. Fein, Otto. Verstehst du was vom Film? Klar, sagt er, ich bin doch Fachmann. Wunderbar. Und jetzt erklärt ihm Peter in wenigen Worten die Handhabung der Movicon. Otto versteht das sofort und will gleich losschießen. Aber, Moment mal, so schnell schreiben selbst Journalisten nicht. Nanu, denkt Otto, will der den Zaun verschicken oder... Naja, im Film passieren die komischsten Sachen. So, und jetzt Aufnahme. Und der Fachmann drückt entsprechend drauf. Otto ist vom Filmfieber gepackt und verdreht den Film bis zum letzten Zentimeter. Den Film gucke ich mir an, sagt er. Hoffentlich ist er jugendfrei. Für Ariane war der Film sogar besonders wertvoll, wie wir gleich sehen werden. Sie freute sich riesig über Peters Paket mit der Movicon und als sie auf seinen Rat hin die Zusatzaufnahmen von Otto und Peter vorführte, verstand sie den Wink mit dem Zaun auch ohne Pfahl. Und so nahm alles seinen Lauf. Das hat mit ihren 8 mm die Movicon getan.